Okay, hallo, danke, dass du wieder da bist. Wir sind heute bei Lektion 195 in deiner Idee deines Geistestrainings von einem Kurs im Wundern und die Lektion heißt: Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Dankbarkeit ist eine Lektion. Ich lese es einfach vor und lass es einfach ein Geschenk an dich sein. Lass es einfach ein dein Füße hochlegen sein heute am Sonntag, dein Zuhören und dein Wirken lassen. Du musst dir gar nichts tun, du hörst einfach nur das, was du hörst und lässt es für dich das sein, was es für dich ist. Du lässt das hören, was du hören kannst. Also, Dankbarkeit ist eine Lektion, die für jene schwer zu lernen ist, die die Welt verkehrt betrachten. Höchstens ist es ihnen möglich, sich so zu sehen, als würde es ihnen besser gehen als anderen, und sie versuchen zufrieden zu sein, weil ein anderer mehr als sie zu leiden scheint. Wie jämmerlich und wie missbilligend solche Gedanken sind. Denn wer hat Grund zu danken, während andere weniger Grund dazu haben? Und wer könnte weniger leiden, weil ein anderer mehr zu leiden scheint? Deine Dankbarkeit gebührt nur ihm, der jede Ursache des Kummers auf der ganzen Welt verschwinden ließ. Es ist vollbracht. Es ist wahnsinnig, um des Leidens willen Dank zu sagen. Doch ist es ebenso wahnsinnig, dem einen Dankbarkeit zu versagen, der dir die sicheren Mittel schenkt, wodurch aller Schmerz geheilt und das Leiden durch Lachen und durch Glück ersetzt wird. Die geistig mindestens zum Teil Gesunden können es auch kaum ablehnen, die Schritte, die er lenkt, zu gehen und dem Weg zu folgen, den er ihnen vorgibt, um einem Gefängnis zu entrinnen, von dem sie dachten, es gebe in ihm keine Tür zu der Befreiung, die sie jetzt wahrnehmen. Okay, und die teilweise Wahnsinnigen, das bist du, das bin ich, denn wir haben zugelassen, dass eine Korrektur unseres Geistes möglich ist, dass wir die Idee zugelassen haben, dass da etwas anderes ist, dass wir unseren Geist ändern können über alles und jeden. Nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Das ist nur teilweise wahnsinnig. Dein Bruder ist dein Feind, weil du in ihm den Rivalen siehst für deinen Frieden, einen Plünderer, der seine Freude von dir nimmt und dir nichts lässt als eine finstere Verzweiflung, die so bitter ist und unbarmherzig, dass keine Hoffnung bleibt. Jetzt ist die Rache das Einzige, was zu wünschen bleibt. Jetzt kannst du nur versuchen, ihn zu Fall zu bringen, damit er im Tod mit dir daliegt, so nutzlos wie du selbst und mit so wenig in seinen habgierigen Fingern wie in den deinen. Du bezeigst Gott nicht deine Dankbarkeit, weil dein Bruder noch versklavter ist als du. Noch könntest du vernünftigerweise in Wut geraten, wenn er freier zu sein scheint. Die Liebe stellt keine Vergleiche an, und Dankbarkeit kann nur aufrichtig sein, wenn sie verbunden ist mit Liebe. Wir danken Gott, unserem Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden. Es wird nie so sein, dass einige befreit werden, während andere immer noch gebunden sind. Denn wer kann einen Handel abschließen, in der Liebe Namen. Sag daher Dank, doch aufrichtig. Und lass deine Dankbarkeit Raum schaffen für all jene, die mit dir entrinnen werden, die Kranken, die Schwachen, die Bedürftigen, die Furchtsamen und die, die einen scheinbaren Verlust beklagen und offenbaren Schmerz empfinden, die unter Kälte oder Hunger leiden oder den Weg des Hasses und den Pfad des Todes wandeln. All das sind Formen deines eigenen Gedankensystems, das du aufgebaut hast. Das ist das Gedankensystem, was wir hier versucht haben, in der Welt zu teilen und was seinen Abschluss gefunden hat in deiner Akzeptanz, dass du derjenige bist, durch den jeder nach Hause kommt. Dass du derjenige bist, durch den die Erlösung der Welt kommt. Denn das bist du. Und das ist so geschehen. Jetzt nimmst du einfach die Rolle an, die du für dich selbst vorgesehen hast und die du selbst vollbracht hast. Also, sei für all diese Gedankenformen, sei für all diese Ideen, für deine eigenen Ideen als Portal verfügbar, damit das für dich geklärt werden kann, deinem eigenen Geist und du dir selbst alles schenken kannst. Durch deinen Bruder. Sie alle gehen mit dir, all deine Brüder gehen mit dir. Wir wollen uns mit ihnen nicht vergleichen, denn dadurch spalten wir sie ab von unserem Gewahrsein der Einheit, die wir mit ihnen teilen, wie sie sie unausweichlich mit uns teilen. Wir danken unserem Vater nur für eines, dass wir von keinem Lebewesen getrennt und daher eins mit ihm sind. Und wir frohlocken, dass keine Ausnahmen je gemacht werden können, die unsere Ganzheit mindern
und unsere Funktion schmälern oder verändern könnten, den einen zu vervollständigen, der selbst die Vollständigkeit ist. Wir sagen Dank für jedes Lebewesen, denn andernfalls danken wir für nichts und versäumen es, Gottes Gaben an uns wahrzunehmen. So wollen wir dann unsere Brüder ihr müdes Haupt an unsere Schulter lehnen lassen, während sie eine Weile ruhen. Wir sagen Dank für sie, denn wenn wir sie zu jenem Frieden weisen können, den wir finden möchten, dann öffnet sich der Weg uns endlich. Eine alte Tür springt wieder auf, ein lang vergessenes Wort erschallt erneut in unserer Erinnerung und nimmt an Klarheit zu, sobald wir wieder willens sind zu hören. Beschreite denn in Dankbarkeit den Weg der Liebe, denn der Hass ist vergessen, wenn wir Vergleiche weglegen. Was bleibt dann noch als Hindernis zum Frieden? Die Angst vor Gott ist jetzt endlich aufgehoben und wir vergeben, ohne zu vergleichen. So können wir uns nicht dafür entscheiden, einige Dinge zu übersehen und andere Dinge dennoch zu behalten, die immer noch als Sünden weggeschlossen werden. Wenn deine Vergebung vollständig ist, wird deine Dankbarkeit total sein, denn du wirst sehen, dass alles das Recht auf Liebe verdient hat, indem es liebevoll ist, genauso wie dein Selbst. Selbst großgeschrieben, dein ganzes Selbst, das, was du wirklich bist. Heute lernen wir, an Dankbarkeit zu denken, statt an Ärger, an Bosheit und an Rache. Alles ist uns gegeben worden. Wenn wir uns weigern, dies zu begreifen, haben wir dennoch kein Anrecht auf unsere Bitterkeit und eine Selbstwahrnehmung, die uns an einem Ort erbarmungsloser Verfolgung sieht, wo wir ohne Unterlass gepeinigt und herumgestoßen werden, ohne einen Gedanken oder eine Sorge für uns an unsere Zukunft. Die Dankbarkeit wird zum alleinigen Gedanken, den wir an die Stelle dieser wahnsinnigen Wahrnehmungen setzen. Gott hat für uns gesorgt und nennt uns Sohn. Kann es mehr als dieses geben? Unsere Dankbarkeit wird den Weg zu ihm ebnen und unsere Zeit des Lernens mehr verkürzen, als du dir je träumen lassen könntest. Dankbarkeit geht Hand in Hand mit Liebe, und wo die eine ist, muss auch die andere zu finden sein. Denn Dankbarkeit ist nichts als ein Aspekt der Liebe, die die Quelle aller Schöpfung ist. Gott sagt dir, seinem Sohn, Dank, dass du bist, was du bist, seine eigene Vervollständigung und die Quelle der Liebe mit ihm zusammen. Deine Dankbarkeit ihm gegenüber ist mit der Sein für dich eins. Denn die Liebe kann keinen Weg außer dem Weg der Dankbarkeit beschreiten. Und diesen gehen wir, die wir den Weg zu Gott beschreiten. Und das ist die Lektion für heute. Hab einen wundervollen Sonntag. Ich danke dir vom Herzen, dass du da bist. Okay.